und herzlich willkommen zur Lektion 7. Heute wollen wir einen Solo-Drill durchgehen, der uns in dem Buch von Giovanni Dalla Rocchia beschrieben wird, der insbesondere die Position und Schläge und Angriffe, die wir schon gelernt haben, wiederholen soll. Und zwar, das Buch ist ja eigentlich so als Dialog aufgebaut zwischen Giovanni Dalla Rocchia und einem Lepido Ranieri. Und dieser Lepido, der fragt Giovanni Dalla Rocchia verschiedene Fragen, die eben möglichst zielführend sein sollen. Und nachdem Giovanni Dalla Rocchia all diese Huten, Positionen, Guardias beschrieben hat, fragt Lepido eben, ja, wie soll ich denn jetzt in diesen Positionen schreiten? Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Und dann erklärt uns Giovanni Dalla Rocchia eben genau diesen Drill. So, und ich mache den jetzt einmal kurz vor, dann teile ich den im Prinzip in 5 Einzelblöcke, die wir isoliert trainieren können, und dann bringen wir alles zusammen. Also, einmal den Drill komplett von Anfang an. Gut, das war's schon. Der Block, der Drill setzt sich, wie gesagt, aus 5 Einzelteilen zusammen, und das erste ist das Ziehen des Schwertes. Und hier gibt es tatsächlich 2 Möglichkeiten, die uns Giovanni Dalla Rocchia gibt. Und zwar die erste ist ein Falso Manco im Zug des Ziehens zu machen und dann ein Roverso zu schlagen und nach rechts zu gehen. Also Falso und Roverso, im Prinzip so ein typischer Schleifenschlag. Wir enden auf jeden Fall immer in Coda Longa Stretta. Da diese Aktion von Falso und Squalimbro ganz oft kommt in diesem Drill, nehmen wir eigentlich häufig die zweite Variante, die er angibt, und das ist ein Tondo und ein Squalimbro. Also das erste ein Roverso Tondo, also ein horizontaler Schlag mit der wahren Schneide und dann den Roverso. Aber wir enden genauso in Coda Longa Stretta. Okay, und dann habt ihr vielleicht gemerkt, ganz oft, dass hier so ein Falso und Squalimbro oder Fendente jeweils zusammenkommt. Und das, der einzige Unterschied sind hier die Fußarbeiten. Also das erste ist eben diese gleichgerichtete Fußarbeit. Wenn wir von links schlagen, 2 Schläge von links, dass der linke Fuß dann am Ende vorne ist. Wenn wir von rechts schlagen, der rechte Fuß. Und das sowohl vor als auch zurück. Und mit diesem Drill solltet ihr natürlich mittlerweile sehr vertraut sein. Die Füße unterstützen hier eure Hüftdrehung und ihr alterniert zwischen Coda Longa Alta und Porta di Ferro Stretta. Ihr könnt ja auch variieren, indem ihr die Hände mal zwischendurch höher nehmt oder eben unten lasst. Gut, das ist der zweite Block. Der dritte Block, dieser gleiche Schleifenschlagdrill, aber wir alternieren zwischen Cinghiare Porta di Ferro Stretta und Coda Longa Stretta. Also die Füße unterstützen nicht mehr zwangsweise unsere Hüftarbeit. Deswegen, um das trotzdem zu ermöglichen, müssen wir sie nach außen setzen. Also Coda Longa Stretta, der Fuß zeigt nach rechts. Cinghiare Porta di Ferro Stretta, der Fuß zeigt nach links. Schlag kommt von links, linke Hüfte dreht vor, Schlag kommt von rechts, rechte Hüfte dreht vor. Und damit, wie gesagt, ein bisschen bequem zu werden, das ist hier ganz wichtig. Okay, das war Nummer 3. Nummer 4 sind die Tramazzoni. In dem Drill werden nur Dritti Tramazzoni geschlagen, also vor unserem Körper. Und die Fußarbeit dazu sind Trapassata. Bisher sind wir immer so geschritten, dass sich im Prinzip unsere Körperposition gedreht hat oder dass wir hier aufgemacht haben, also sich die Hüftposition irgendwie in eine oder andere Richtung verschoben hat. Beim Trapassata bleibt die Hüftorientierung die gleiche. Also in dem Fall für den Dritto Tramazzone zeigt der linke Fuß immer nach außen. Wir wechseln zwischen Porta di Ferro Stretta und Cinghiare Porta di Ferro Stretta. Okay? Und im Prinzip auf jeden Schritt kommt jetzt hier ein Tramazzone. Und diese Fußarbeit hat, wie gesagt, den Namen
Trapassada. Beim nach vorne gehen gerne darauf achten, dass ihr erst schreitet, wenn der Schlag euch quasi schon Sicherheit schafft, also in der Präsenz des Gegners ist. Beim Zurückgehen könnt ihr natürlich alles gleichzeitig machen. Okay, vierter Block. Das letzte ist dieser Wendepunkt, wenn wir hier vorne sind. Und ihr habt schon gesehen, dass eigentlich war das ein Ridoppio, gefolgt von einem Imbroccata und dann geht es in die andere Richtung. Also etwas, was wir letzte Woche schon gemacht haben. Wir starten in Coda Longa Alta und von hier aus schlagen wir ein Roverso Ridoppio in Guardia d'Alicone. Gehen mit dem rechten Fuß vor, zeigt nach außen, wir laden unseren Stich von rechts auf, stechen den Imbroccata, die Hüfte dreht ein, wir machen keinen Schritt, das ist die einzige Aktion, wo wir keinen Schritt machen. Und jetzt gehen wir wieder zurück, und zwar mit einem Falso Manco und Roverso und landen wieder in Coda Longa Alta. So, und um das jetzt hier isoliert zu üben, können wir es von hier aus genau wieder starten. Also Roverso Ridoppio, Imbroccata und Falso Manco und Roverso. Coda Longa Alta, Guardia d'Alicone, Porta di Ferro Stretta, Coda Longa Alta. Und ihr seht, Schritt nach vorne, Stich, kein Schritt, nur Hüfte eindrehen und jetzt geht es wieder zurück. Gut, das sind also die fünf Einzelaktionen. Im nächsten Schritt geht es jetzt gleich darum, all das zusammenzubringen. Bis gleich. So, also los geht's. Wir starten gerade, Rücken gerade, Kopf zeigt, Gesicht zeigt nach oben. Man positioniert sich so anmutig, wie es nun geht, schreibt Giovanni Dallagocchia. Die Hacken sind zusammen. Das Schwert ist an der linken Seite, um gezogen zu werden. Und jetzt folgt eben entweder unser Falso und Roverso oder unser Roverso Tondo und Roverso Squalimbo. Machen wir es mit dem Tondo und dabei schreiten wir nach rechts. Von hier aus kommt unsere erste Aktion, und zwar ein Schleifenschlag, der uns im Cinghiara Porta di Ferro Stretta enden lässt. Also ein Falso Dritto und Mandrito. Von hier aus ein Tramazzone und nach vorne gehen. Wir schieben einfach direkt nach vorne im Porta di Ferro Stretta. Jetzt wieder ein Schleifenschlag, Falso Manco und Roverso. Wir sind fast ganz vorne angelangt, jetzt in Coda Longa Alta. Jetzt kommt der Roverso Ridoppio in Guardia d'Alicone. Wir stechen den Imbroccata in Porta di Ferro Stretta und gehen zurück mit einem Falso Manco und Roverso wieder in Coda Longa Alta. Jetzt geht es zurück und zwar mit nicht nur einem Tramazzone, Porta di Ferro Stretta, sondern noch einem zweiten Tramazzone. Cinghiara Porta di Ferro Stretta jetzt. Und jetzt noch ein letzter Schleifenschlag, Falso Manco und Roverso in Coda Longa Stretta. Und nun sind wir da, wo wir nach dem Ziehen wieder angekommen sind und können das Schwert wieder wegstecken. Also nochmal, erstmal nur die Schläger. Roverso Tondo, Roverso Squalimbo. Falso Dritto, Mandrito, Tramazzone. Falso Manco, Roverso. Roverso Ridoppio, Imbroccata, Falso Manco Roverso, Tramazzone, Tramazzone, Falso Manco und Roverso und fertig. Gut, jetzt einmal mit den Positionen. Wir stehen gerade. Wir gehen in Coda Longa Stretta, Cinghiara Porta di Ferro Stretta, Porta di Ferro Stretta, Coda Longa Alta, Guardia d'Alicone, Porta di Ferro Stretta, Coda Longa Alta, Porta di Ferro Stretta, Cinghiara Porta di Ferro Stretta, Coda Longa Stretta und sind fertig. Okay, also das sind im Prinzip hier unsere fünf Blöcke. Und jetzt können wir ja daran üben, das Schritt für Schritt nach vorne zu bringen. Also wir haben ja schon unser Schwert gezogen.
Und jetzt hängen wir einfach im Prinzip unseren dritten Block einmal hinten dran, und zwar Falso dritto und mandrito nach Cinghiara Porta di Ferrostretta. Okay, machen wir das dreimal. Schwer ziehen und schleifen, stark werden, wenn nach links gehen. Gut, von hier aus kommt jetzt ein Tramazzone und wir gehen wieder nach vorne. Ne, jede Aktion mit dem Schwert, bis auf diese eine Inforcata, ist immer mit einem Schritt verbunden. Und dabei wechselt immer der vordere Fuß in der Art eines Passatas oder eines Trapassatas. Also machen wir das bis dahin alles zusammen, wieder dreimal. Schwert ziehen, schleifen stark und Tramazzone. Nochmal, Schwert ziehen, schleifen stark, Tramazzone. Und noch einmal, Schwert ziehen, Schleifenschlag, Tramazzone. Von hier aus jetzt wieder ein Schleifenschlag. Zack. Okay, machen wir das wieder dreimal. Schwert ziehen, Schleifenschlag, Tramazzone, Schleifenschlag. Schwert ziehen, Schleifenschlag, Tramazzone, und Schleifenschlag. Wir enden in Cola Longa Alta. Letztes Mal. Schwert ziehen, Schleifenschlag, Tramazzone, Schleifenschlag. Okay, und von hier aus geht es im Prinzip mit unserem fünften Block weiter. Und zwar unser Roverso Ridoppio in den Imbroccata. Also erstmal Guardia Dali Corno und jetzt Imbroccata. Und von hier aus, fünfter Block war abgeschlossen mit einem Schleifenschlag und jetzt wieder zurückgehen. Also hier diese einzige letzte Aktion, ne? Aus Cola Longa Alta, Roverso Ridoppio und Guardia Dali Corno, während wir nach vorne gehen. Stich, kein Schritt und jetzt mit dem Schleifenschlag zurückgehen. Also bis dahin alles zusammen dreimal. Schwert ziehen und nach rechts. Schleifenschlag nach links. Tramazzone rechts vor, Schleifenschlag links vor, Ridoppio rechts vor, jetzt Imbroccata kein Schritt, Schleifenschlag rechts zurück, Schwert ziehen, Schleifenschlag, Tramazzone, Schleifenschlag, Ridoppio, Imbroccata kein Schritt und zurück, Schleifenschlag. Letztes Mal. Ziehen, Schleife, Tramazzone, Schleife, Ridoppio vor, kein Schritt im Imbroccata und zurück mit dem Schleifenschlag. So, wir sind wieder in Cola Longa Alta und jetzt folgen zwei Tramazzoni. Nummer 1 in Cola Longa Stretta, Nummer 2 Cinghiara Porta di Ferrostretta. Machen wir es bis dahin wieder alles zusammen, dreimal. Schwert ziehen, Schleifenschlag nach links, Tramazzone rechts vor, Schleifenschlag links vor, Ridoppio, Imbroccata kein Schritt und jetzt geht es immer nur noch zurück. Schleifenschlag rechts zurück, Tramazzone links zurück, Tramazzone rechts zurück. Wir gucken immer weiter nach links, ne, unser Trapassata. Und dann geht es wieder los. Ziehen, Schleifenschlag, Tramazzone, Schleifenschlag, Roverso Ridoppio, Imbroccata, Schleifenschlag, Tramazzone, Tramazzone. Und noch ein letztes Mal. Cola Longa Stretta, Cinghiara Porta di Ferrostretta. Porta di Ferrostretta, Cola Longa Alta, Guardia Dali Corno, Porta di Ferrostretta, kein Schritt, Cola Longa Alta, Porta di Ferrostretta, Cinghiara Porta di Ferrostretta. So, wir sind fast fertig, es fehlt nur noch ein letzter Schleifenschlag, und zwar jetzt setzen wir den linken Fuß zurück und landen hier wieder in Cola Longa Stretta. Drehen quasi nach rechts. Also, alles zusammen, dreimal. Schwert ziehen,
Schleifenschlag, Tramazone, Schleifenschlag, Ridoppio, Imbroccata, kein Schritt und jetzt zurück, Schleifenschlag, Tramazone, Tramazone, letzte Aktion, Schleifenschlag. Und dann können wir das Schwert wieder wegstecken. Nochmal. Schwert ziehen, Schleifenschlag, Tramazone, Schleifenschlag, Ridoppio, Imbroccata, kein Schritt, zurück mit einem Schleifenschlag, Tramazone, Tramazone, Schleifenschlag und Schwert wegstecken. Kein Schritt, zurück, Tramazone, Tramazone, Schleifenschlag und das Schwert wieder wegstecken. Gut, das ist eigentlich der komplette Drill. Also ihr könnt den Drill nicht nur mit rechts machen, sondern natürlich auch mit der linken Hand. Das würde ich euch auch definitiv empfehlen. Jetzt ist einfach Reverso eure rechte Seite und Mandrito eure linke Seite. Das heißt, ihr könnt alles genau spiegeln. Schwert ziehen, Schleifenschlag, Tramazone, Schleifenschlag, Ridoppio, Imbroccata, Schleifenschlag, Tramazone, Tramazone, Schleifenschlag und wir sind wieder, wo wir angekommen sind. Ihr könnt die zweite Hand auch anders nutzen und zwar einfach vielleicht in den Weg bringen. Ne, als würdet ihr ein vielleicht ein zweites Schwert halten, ein Dolch, einen kleinen Schild, einen Buckler, einen Umhang über den linken Arm. Und könnt dann natürlich diesen Drill hier genauso gut verwenden. Ja. Ihr könnt andere Waffen nehmen, zweihändiges Schwert, versuchen mit einem Speer und so weiter. Also der Drill hat quasi unbegrenzte Möglichkeiten. Ihr könnt den Anfang variieren, ihr könnt die Hände höher nehmen, ihr könnt mal bis in die Lagerposition auch runtergehen und ein bisschen damit experimentieren, versuchen die Fußarbeit weniger linear zu machen, je nachdem wie ihr Platz habt. Also nutzt diesen Drill fleißig in eurem Training, um euch vertraut einfach mit diesen verschiedenen Arten der Fußarbeiten zu machen und wandelt im Prinzip in den Fußstapfen eines Meisters des 16. Jahrhunderts. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächste Woche zu Lektion 8.